Propheten und unseren Imamen. Ich beginne jetzt den Vortrag mit dieser schönen Aussage: Jeden Tag ist Ashura und jeder Ort ist Kabbala. Wahrscheinlich kennt jeder von euch diese Aussage. Gemeint ist damit, dass die Schlacht zwischen Gut und Böse, zwischen den Mu'minin und den Anhängern des Shaitans, jeden Tag und zu jeder Zeit sich wiederholt, zwischen uns, in allen Ländern, überall auf der Welt. Jeder von uns kennt ein Beispiel aus seiner Zeit, in seinem eigenen Leben, wo er einem Menschen, der sich wie Yazid benimmt, ausgesetzt ist. Immer wieder treffen wir auf Chefs, Lehrer, Eltern, Geschwister, Brüder, Menschen, die andere Menschen unterdrücken, sich über sie lustig machen, es lieben, sie zu demütigen. Und dort erhebt keiner seine Stimme. Jeder von uns sagt: Wäre ich damals am Ashura bei Imam Hussein gewesen, ich hätte für ihn gekämpft. Doch fragen wir uns: Warum sind wir heute nicht da? Warum erheben wir heute nicht die Stimme gegen die Unterdrückung und stehen an der Seite des Imams unserer Zeit? Jedes Mal, wenn einer von uns sich einem Unterdrücker, einem Menschen, der sich wie er sie benimmt, entgegenstellt, bezeugt er von neuem den Treueeid Imam Mahdis gegenüber. Und Imam Mahdi wird nur zurückkehren, wenn wir ihm zeigen, dass wir bereit sind. Und diese Bereitschaft signalisieren wir, indem wir nicht die Unterdrückung, das Demütigen und den nicht gebenden Respekt gegenüber dem Islam akzeptieren. Jeder Gelehrte, jeder Mensch, der sich mit dem Islam beschäftigt, ein Prediger ist, investiert seine Zeit, um Allah näher zu kommen. Wir kommen in die Moscheen, halten Vorträge. Also warum nutzen wir nicht diese Zeit, um zuzuhören, unser Wissen zu erweitern und Allah näher zu kommen? Ab dem Bismillah bis zum Ende des Vortrages ist der Prediger der Vertreter des Islams vor Ort. Das bedeutet, wenn ich den Prediger nicht respektiere, wenn ich ihm meine Missachtung ausdrücke, indem ich rede, indem ich mit meinem Handy spiele, lache oder irgendwie den Vortrag störe, dann gebe ich nicht nur dem Prediger keinen Respekt, sondern gebe auch Allah und dem Islam keinen Respekt. Ich verlasse den Weg der Ahlul Bayt, mache mich selber zu einem Unterdrücker, zu einem Menschen wie Yazid und folge dem Shaitan. Und ich glaube nicht, dass das das ist, was wir uns wünschen. Also sollten wir uns die Frage stellen: Aus welchem Grund kommen wir an der Schule in die Moschee? Kommen wir nur einfach so, weil wir Lamir hören wollen oder weil es Tradition geworden ist? Oder sitzen wir heute hier, um Allah zu gedenken, um uns an die Geschehnisse von Ashura zu erinnern und daraus zu lernen und zu verstehen? Liebe zu Imam Hussein heißt nicht nur, sich an Ashura die Lamir zu singen, zu trauern, zu weinen, sondern es heißt, von ihm zu lernen, sich zu bemühen, sein Verhalten anzunehmen, gegen die Unterdrückung aufzustehen, die Stimme zu erheben und zu zeigen: Wir lassen unsere Geschwister nicht im Stich. Wir sind gegen Unterdrückung. Wir sind die Schia der Ahlul Bayt und nicht irgendwelche Menschen, die gerne mal Moslems wären. Bei den Christen gibt es ein ähnliches Phänomen. Man nennt das Weihnachtschristen. Das sind die Christen, die nur Weihnachten in der Kirche auftauchen und sonst nie zu sehen sind. Und die Frage sollten wir uns auch stellen: Sind wir Muslime, Schiiten, von Herzen für die Ahlul Bayt oder kommen wir nur an Ashura und verbringen die restliche Zeit im Jahr irgendwo anders? Ein weiser Mann hat einmal gesagt: Eins hat mich das Leben gelehrt, nie eine Behauptung aufzustellen, die ich nicht mit eigenen Augen gesehen habe. Dazu gibt es einen schönen Hadith von Imam Ali, a.s., der sagt: Zwischen gültig und ungültig liegen vier Finger. Vier Finger. Die Frage ist, was bedeuten diese vier Finger? Vier Finger liegen zwischen Ohr und dem Auge. Das bedeutet, was wir hören, ist noch nicht gültig. Wenn wir es gesehen haben, bezeugen können, dann besitzt unsere Aussage auch eine Gültigkeit. Also, was bringt es uns, wenn wir etwas behaupten, was wir nicht gehört haben? Wenn wir ein Problem mit Geschwistern haben oder Brüdern, Schwestern, aber es nicht gesehen haben, sondern nur gehört haben, ist es da nicht ein Zeichen von Menschlichkeit und von Glaubensstärke, von Imam, das Problem persönlich mit den Geschwistern zu besprechen und nicht hinter ihrem Rücken zu reden, sich lustig zu machen, üble Nachrede zu verbreiten?
Abgesehen davon, dass dies haram ist, ist es auch logisch, dass es nicht mehr im Wege Allahs ist, im Weg zum Paradies, sondern ein Mensch in eine komplett andere Richtung bringt. Prophet Isa lehrt in der Bibel und auch im Koran die goldene Regel für das Verhalten unter Menschen, unter Geschwistern, die besagt, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Also übersetzt, wir sollten jedem Menschen, dem wir begegnen, ob Muslim oder Nicht-Muslim, ob Anhänger der Ahlul Kitab, Christ oder Jude oder auch ein Ungläubiger, mit Respekt begegnen und ihn so behandeln, wie wir uns wünschen, selber behandelt zu werden. Weil wie können wir verlangen, dass ein Mensch gut zu uns ist, wenn wir ihm selber keinen Respekt gegenüberbringen? Und so sind wir auch wieder bei der Aussage des Islams, des Korans, Gutes gebieten und Schlechtes verwehren, wozu auch immer wieder unsere Imame aufgerufen haben. Wir sollen das Gute gebieten, das Gute verbreiten und das Schlechte verwehren. Und dann müssen wir uns fragen, sind wir wirklich Anhänger Imam Husseins? Haben wir den Respekt vor dem Islam, dass dort, wo wir hingehen, wir uns für das Gute einsetzen, das Schlechte verwehren? Oder sind wir so eingestellt, dass mit uns die Fitna kommt, die üble Nachrede, der Streit und wir nur nach außen zeigen, dass wir Schiiten sind? Wie weit setzen wir uns für unseren Imam ein? Imam Mahdi ist da und wartet auf uns. Er wartet, dass seine Schia signalisiert, wir sind da und warten auf ihn. Und das bezeugen wir nur, indem wir uns auch verhalten wie ein wahrer Schiite, wie ein wahrer Moslem. Und nicht einfach nur sitzen und dann uns über Geschwister lustig machen, ein Schwert um den Hals noch tragen und uns nicht benehmen, sondern indem wir uns ansehen, was ist an der Schule passiert, was hat Imam Hussein getan und wie kann ich versuchen, wenigstens ein bisschen mich so zu verhalten wie er, um dann selber für den Imam unserer Zeit zu sein. Wenn Imam Mahdi kommt, können wir so an seiner Seite stehen. Wir sind dann seine Anhänger, weil wir gegen die Unterdrückung einstehen, weil wir an der Schlacht zwischen Gut und Böse, was damals in Ashura stattgefunden hat, was heute auf der Welt stattfindet, auch auf der richtigen Seite stehen und uns nicht für Herrscher einsetzen, die sich wie ein Yazid benehmen oder vielleicht sogar selber uns wie ein Yazid benehmen, indem wir andere Menschen unterdrücken, andere Menschen nicht ernst nehmen, aufgrund ihrer Religion, Nationalität oder warum auch immer, weil sie vielleicht anders aussehen. Das ist wirklich ein Thema, was wir uns sehr zu Herzen nehmen sollten, weil wie wollen wir kämpfen, wie wollen wir bereit sein für unseren Imam? Wir sagen immer, damals am Ashura hätten wir für Imam Hussein gekämpft und wären für ihn gestorben, aber heute sehen wir weg. Keiner ist heute da und setzt sich ein, unterstützt die Unterdrückten, sondern viel eher unterstützen wir noch, dass der Shaitan einen Platz zwischen uns findet und die Menschen auf den falschen Weg bringt. Inshallah können wir uns an diese Wörter erinnern, Gutes gebieten und Schlechtes verwehren, diesen Wörtern in unserem Herzen einen Platz geben, sie dort beheimaten und so unsere Pflicht Allah gegenüber erfüllen und auch unsere Bereitschaft für den Imam signalisieren. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.